Hallo allerseits. Herrliches Wetter. Wir sind hier bei uns im Garten und ich möchte euch gerne mal unseren neuen Gartenhelfer vorstellen. Eigentlich sollte der jetzt hier schon da sein, ist er aber nicht. Der ist schon seit über 5 Stunden da hinten am Mähen. Es handelt sich nämlich um einen automatischen Rasenmäher, einen Husqvarna Automower 450X. Und den haben wir von der Firma Husqvarna zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Übrigens nicht nur wir, sondern 100 weitere Tester auch noch. Wenn ihr die Videos von den Leuten sehen wollt, dann müsst ihr unter automowertester.de gucken und da wird sowohl dieses als auch die anderen Videos hochgeladen. Das Problem ist, man stellt so einen Apparat nicht einfach in seinen Garten und dann stellt man ihn an, sondern es ist einiges an Vorbereitungen notwendig. Zum einen müssen Löcher im Rasen ausgebessert werden, es müssen Büsche, die weit überhängen, darf ja dann noch unterdurch, aber wenn irgendwas sehr weit auf dem Rasen rauswächst, dann muss das geschnitten werden. Hindernisse dürfen nicht auf dem Rasen rumliegen und so weiter. Man kann es sich vorstellen. Und zum Zweiten müssen im Garten Kabel verlegt werden. Um mal kurz zu erklären, wie das mit diesen Kabeln funktioniert bei den Husqvarna-Mähern. Nehmen wir an, wir hätten einen Garten, der sieht meinetwegen so aus. Hier ist ein großes Blumenbeet. Nicht schlecht. Nehmen wir an, außerdem auch noch hier ist eine Stelle, die ausgespart werden muss, noch ein Blumenbeet. Gut. Wenn hier das Haus ist, dann ist vielleicht die Ladestation irgendwo hier. Husqvarna Mäher brauchen zwei verschiedene Arten von Drähten. Und zwar erstens ein Begrenzungskabel. Das soll verhindern, dass der Mäher ausbricht, irgendwie das halbe Dorf mäht und erst dann zurückkehrt. Nein, er soll nur unseres mähen, also Begrenzungskabel. Das kommt aus der Station heraus, führt ganz um den Bereich herum, der gemäht werden soll. An so einer Stelle führt es dorthin, nimmt auch den Bereich raus. Hier führt das Kabel hin und wieder zurück. Offenbar heben sich die Signale dadurch gegenseitig auf. Er fährt hier also völlig problemlos drüber. Und dann geht es hier weiter hinein in die Station. Eigentlich ganz einfach. Jetzt haben wir das Problem, er fängt immer hier an. Also wird er tendenziell hier viel mehr mähen als hier. Außerdem, wenn der Strom alle ist, und er befindet sich gerade hier, dann sucht er ewig rum, bis er wieder zurück ist in seiner Station. Er kann sich am Kabel langhangeln. Wenn er das Suchkabel, das jetzt gleich als nächstes kommt, nicht findet, dann macht er das auch. Dann fährt er wirklich am Kabel lang. Einfacher ist aber, wir legen ein Suchkabel. Das ist ein Suchkabel. Und sagen ihm, 50% der Zeit mähst du hier nach 100 Metern. 50% der Zeit mähst du hier nach 5 Metern. Bei uns hier ist die Situation noch etwas komplizierter. Wir haben nämlich mehrere Stücke. Dieses hier, was man hier sieht, eins weiter hinten. Er muss fast 100 Meter fahren, um da hinzukommen. Und eins da. Auch eine ganze Ecke weg. Auch das werde ich mal kurz an der Skizze erläutern, damit man nachher durchblickt, worum es hier geht. Dieses hier ist unsere Hofstelle auf Google Earth. Das hier sind Stallgebäude, das ist das Niedersachsenhaus, das ist unser Wohnhaus. Hier ist eine Stelle, die gemäht werden muss, hier ist eine Stelle, die gemäht werden muss und hier ist eine Stelle, die gemäht werden muss. Die Pferdeweiden werden logischerweise nicht gemäht. Ich habe die schon mal vorbereitet, vorne, hinten und an der Seite. Nun mussten Kabel verlegt werden und zwar um die gesamten Stücke herum. Nicht um jedes Einzelne, sondern wirklich um alle herum, inklusive aller Wege. Das sind die Begrenzungskabel. An dieser Stelle steht ein großer Nussbaum mit einer Bank drumherum. Der musste ausgeklammert werden. An dieser Stelle, das habe ich jetzt hier mal nicht, ist noch eine kleine Stelle, die ausgeklammert ist. Und zuletzt musste das Suchkabel verlegt werden zu den einzelnen Stücken, nämlich eins da nach vorne, eins da hinten zur Seite und eins in den Bereich. Man kann sich vorstellen, dass dafür eine ganze Menge Kabel verlegt werden mussten. Bei uns war das fast ein Kilometer. Zum Glück muss man das nicht mit der Hand machen, sondern bei uns kam die Firma Lührs aus Grasberg und die hat die Kabel mit einer Maschine verlegt, was dann doch relativ schnell ging. Also relativ schnell bedeutet, es hat einen ganzen Tag gedauert, aber immerhin. Die Maschine, die von der Firma Lührs verwendet wird, wird durch einen Verbrennungsmotor angetrieben. Funktioniert eigentlich ganz einfach. Es ist unten ein Schar angebracht, das durch die Erde gezogen wird. Oben wird eine 500 Meter Rolle von diesem Kabel eingespannt. Über eine Umlenkrolle wird dieses Kabel in das Schar hinein. Also das Schar hat ein,
einen kleinen Kanal in das Schar hineingeführt und wird dann unten in der Erde abgelegt. Tiefe etwa so 5 cm. So viel zur Vorbereitung des Gartens und zum Verlegen der Kabel. Hier kommt gerade der Automower angefahren. Ich glaube, ich gehe lieber in Deckung. Er mäht allerdings nicht, sondern ist auf dem Weg nach Hause. Ich wünsche euch weiter so schönes Wetter, ordentliches Pfingstwochenende und vergesst nicht www.automauertester.de und unser Gartenblog hobbygartenblog.de. Ciao.